Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute schauen wir uns mal an, wo wir die Durian und die Avocado gepflanzt haben und was sonst noch alles jetzt in der Trockenzeit bei uns da so wächst, wie es da aussieht. Okay, schauen wir mal. So, hier steht schon mal die erste Avocado. Wir haben die jetzt in der Sonne rein. Also die Verkäuferin sagte da, die kannst du ruhig in die Sonne reinstellen. Das mögen die gerne. Okay, Sonne rein. Und die zweite steht. Ah, da vorne, da. Da muss sie hin, hier hin. Hier haben wir hier bei die Ananas. Das ist die zweite, auch in der Sonne drin. Und ein bisschen Kuhkacke als Dünger rein. Und gut ist, ne? Gut. Durian, wo haben wir den jetzt hin? Ja. Ah, hier. Durian? Hat keine Bungalow. Die haben wir jetzt auf Anraten von der Verkäuferin, hat die gesagt, also die kannst du ruhig in die Sonne rein. Braucht also keinen Schatten. Und dann habe ich natürlich gleich hier vom letzten Video hier von der Verkäuferin, die hatte ja dort an den Durian ihren Tontopf und der war ja undicht da und hatte dann immer so ein bisschen kontinuierlich Wasser abgegeben. Habe ich jetzt hier dann auch mal so gemacht und zwar habe ich da jetzt ein 1,5 mm Loch reingebohrt unten, dass er dann also schön langsam Wasser abgibt. Aber wenn ihr das macht, also ich würde lieber mal noch erstmal probieren mit 1 mm. Weil ich habe hier zwei Eimer habe ich jetzt gemacht und einer gibt wenig ab und ein anderer gibt viel ab, obwohl es ja selber Bohrer war. Aber es ist natürlich auch alte Eimer hier noch mit Schmutz und Zement drin. Aber die geben unterschiedlich von den Wasser ab. Jetzt wie lange zählt der? Halben Tag. Ganzen Tag. Ganzen Tag und dann ist der leer. Halb. Ja. Also praktisch in 24 Stunden dann also ein Eimer leer. Normal ist das ja richtig, das ist ja nicht gut, ne? Das sind 10 Liter dann und dann auf einen Tag und eine Nacht ist das eigentlich in Ordnung, würde ich sagen, ne? Oder die Siemenlock. Kann natürlich auch sein, ne? Ist natürlich auch dann ein bisschen immer wieder sich auch zusetzt dann da, ne? Gut, also gucken wir nochmal den anderen Topf. So, das ist also unser alter Durian. Den haben wir unterm Schatten stehen. Hast du auch schon Dünger jetzt gekauft? Ihren Spezialdünger da und jetzt, was sie hatte? Noch nicht. Aber vom Gobben, weil dieser Kackenfisch. Ja. Ich mag unten den Erde. Kacke von Fisch. Hm. Wo kriegst du die her? Also er kommt, ne? So ist es ja nicht, ne? Aber er wächst auch langsam, muss ich sagen, er wächst langsam. Aber er kommt hier, ne, auf den Boden. Ja, knicken jetzt nochmal ab, ja klar. Muss man abknicken jetzt hier. So, die Ananas, die Familie war jetzt ja hier, ne? Da hat also jeder schon seinen Namen jetzt drauf, ne? Jeder hat schon seinen Namen drauf, das ist meine, das ist ihre und das ist auch wieder meine. Also wir kriegen da wenig von, also sind es alle schon scharf drauf auf unsere ersten Ananas. Jetzt, ne? Und jetzt. Sieht jetzt schon gut aus. So, hier haben wir jetzt nochmal einen Makram-Baum gepflanzt. Tamarinde. Ja gut, das ist jetzt gar nicht mal so arg frisch drin hier, aber porn hat den jetzt rein. Weil wir haben ja hinten haben wir ja wirklich jetzt genug von den Tamarindenbäumen. Aber das sei jetzt eine andere Sorte, diese hier. Die würde also größere, dickere und sauer? Ja. Sauer. Ganz so sauer. Ganz so sauer. Aber dick lang. Das ist schön. Andere Sorte, na gut. So, und der Interpalam, das ist jetzt eine Dattelpalme, ne, oder Stechpalme, der ist krank. Der sieht gar nicht gut aus, muss ich sagen.
kriegt ganz braune Blätter hier. Der stirbt auch echt so langsam ab hier. Wenn du so guckst hier, guck mal, die Blätter sind ganz braun. Das sieht gar nicht gut aus. So nach und nach. Und was habe ich gesehen? Wer ist an dem Baum dran? Guck mal. Derselbe Käfer wieder. Dieser. Da. Der Nashornkäfer. Drehen jetzt mal um. Gesicht nach vorne. Da. Gesicht nach vorne hier. Nashornkäfer. So, voll. Derselbe Schädling, der auch in dem Rattan drin sitzt, wird wahrscheinlich hier auch fressen. Also von wegen da die Leute, die wohl jetzt gemeint haben, ja, der will doch auch nur leben, ja, lass ihn doch leben, der arme Käfer, ja, klar. Guck. Der ist voll mit diesen Käfern hier. Und ich vermute mal, der hat auch den beschädigt hier. Ne? Und die Dattelpalme ist da schon wirklich alt. Ja, was macht man da? Jetzt Giftspritzen gegen diese Käfer da? Ich weiß es nicht. Ich möchte die auch nicht sterben lassen hier, diese schöne Palme hier. Aber guck mal, das ist alles tot. Ne? Und das ging so schnell auf einmal, du. Gut, das Ding ganz, ganz braun. Alles hängt nach unten. Aber Wagwan kommt. Wagwan, von den Bäumen haben wir 150 Stück, sagst du, ne? Ne, 400. 400? Was? 400? Ja. Hast du gezählt? Ja. 400 Stück. Nein, auch nicht schlecht. Also diese Dinger werden ja jetzt verkauft da. Was war jetzt ein Kilo? Hast du gesagt, wie viel? 300 Baht. Ein Kilo? Ja. Man muss aber auch viel für pflücken, du, von den Dingern hier, für ein Kilo, ey. Der Backwaren hat es ja hier die ganze Reihe hoch, ne? Kleinstreicher da. Alles Backwaren. Das kommt jetzt gut, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Dann treiben die alle schön. Die kann man verkaufen. Na ja gut, ein Kilo von den abpflücken hier. Da muss auch ganz schön pflücken, wa? Lamjai werden wir dieses Jahr viel kriegen. Die sehen gut aus hier. Sind diese, ja, so jetzt Weintrauben ähnliche mit einer braunen Schale drum zu, aber so geht es von der Form dann her, ne? So hängen auch dann so voll, so wie jetzt Weintrauben. Wir haben so eine braune Schale mit weißen Fruchtfleisch drin. Aber da haben wir dieses Jahr wirklich, also das sieht gut aus mit Lamjai. Da werden wir dieses Jahr echt viele kriegen. Mhm. Das sieht gut aus, ja. Litschi haben wir dieses Jahr nicht so viel. Ist ja nicht so getragen. Ich weiß nicht warum. Meine Lieblingsfrau, ich habe dir was mitgebracht aus dem Garten. Was ist denn? Schlange. Nee. Die dicke. Dicke Litschi. Die Litschi. Achso, ja, hier, du musst gucken, ja, so sieht das Ding aus. Kennt der Bandi auch jeder, ne? Mhm. Mhm. Aloy. Aloy Magma. Wann? So, Jackfruit haben wir schon eine aufgefuttert. Und die kommt jetzt als nächstes hier. Die da. Ja, so nach und nach, ne? Kommen die dann. So, hier der Fliegenfänger.
Da hinten sind alle drin jetzt. Da rein. Mit dem Lockstoff hier drin. Fliege geht rein und dann zup, nach unten. Spülmittelwasser drin. Kommt nicht mehr raus und tot. Auch ein Schädling. Schnee, oh. Was ist hier wieder los? Der macht den Elefanten wieder hier. So, die Bananen hier, ja, die wir gepflanzt haben, also bisher sieht es gut aus. Die werden wohl alle ankommen. Bis auf die eine da. Die sieht nicht schön aus. Und der Rest sieht gut aus, alles. Jackfruit. Oh, Sonne scheint. Da. Und hier. Kommen beide. Kira wieder einen Fische fangen. Die fängt auch irgendwie Mäuse, ne? Die hier. Und Mäuse fängt sie auch. Gute Jägerin. Das waren jetzt die normalen Jackfruit. Die kommen auch. Die normalen, hinten waren ja die roten Jackfruit, die zwei. Das waren die normalen. Gibt doch rote Jackfruit, gibt's auch. Wusste ich auch nicht, aber Frau sagt so. So, hier unter den Maracujas. Aber die Zeit ist jetzt langsam vorbei. Da ist jetzt nicht mehr so viel dran hier. Sonst konntest du immer dann da morgens dir so 20 Stück hiervon abholen. Jetzt ist alles ein bisschen weniger. Ein paar Tage schon mal gar nichts mehr jetzt gehabt hier. Ne? Also grün hat es noch genug dran. Da hängt auch noch eine dran hier. Hier hängt nur eine. Aber Zeit geht jetzt vorbei. Oh, ich sehe gerade hier, der kriegt doch noch Blüten hier, guck mal. Kriegt doch noch welche Blüten hier. Aha. Da, guck mal. Guck mal, neue. Oh. Was bin ich froh jetzt, wenn diese Wahl dann vorbei ist, ne? Was man da jetzt im Hintergrund hört, das sind diese Wahlwagen von den einzelnen Politikern, die wo sich dann hier wählen lassen wollen, hier für Operatorwahl. Morgens um 6:30 fährt er hier durch die Straße rum, Lautsprecher volle Pulle an. Ich verstehe nur nüngsam. Morgens um 6:30, ja leck mich am Arsch, du. Und die fahren hier Tag täglich ringsrum und mit ihren Wagen hier so durch dann da und plären da rum da ihre Nummern durch da von den Politikern. Echt du, leck mich am Arsch, ist das wirklich nervig, ne? Nüngsam. Wisch bekloppt. Ich wollte Bananen zeigen, wo sind die jetzt? Die sind auch schön, oder? Da sind sie, Banane. Haben wir zurzeit sehr viele Bananen. Kommt also wie verrückt jetzt, wenn sie nicht krank sind, ne?
Da ist auch noch eine da, die hängt aber schon auf der Straße drauf. Wir müssen gucken, dass wir die hier mal rüberziehen. Ja gut, Banane genug, ne? Noch nicht reif. Aber bald. Aber Blütenzeit ist jetzt, ne? Blütenzeit. Alles voll. Oh, sind sie schon zu? Oh, schade. Ja, schon ein bisschen spät, schon 4 Uhr jetzt. Schade. Blaue. Oh, mit Schömer. Ja, die sind auf. Waren ganz stolz drauf auf ihre Orchideen hier. Auch schön. Name? Chabar. Was ist denn? Chabar? Ich gucke nur, wie schön. Oh, was schön. Rosen. Die kommt gerade hier. Gelbe. Die auch hier. Gelbe. Oder die hier, ne? Die sind auch schön, oder? Die da, guck mal. Oh, was schön. Die Papagei. Im Dschungel hier. So schöne, ne? Oh, guck mal da. Man könnte denken, das hat auf einem Baum hier zwei verschiedene Farben. Ist aber nicht, weil hier ist einer, der Weiße, der steckt dann hier und nebendran hat Braun dann den anderen gesteckt in Gelb. Schön. Gibt es auch noch in so eine Farbe. Und hier hinten ist auch meine Bismarckpalme. Da steht sie hier. Kommt auch, muss ich sagen. Geht hier auf jetzt hier schon. Ja, 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 ja. Es geht schon. Geht schon auf. Kommt also. Name vergessen. Aber die haben wir hierhin. Bei dem Gartenhäuschen. Kommt auch schön. Sieht man auch. Der ist auch neu. Kommt. In Deutschland kennt man die jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Gibt es die auch in Deutschland? Shampoo? Hat sie in Asien. Okay. Das sind also diese knallroten Früchte, haben mehr die Form von einer Birne, knallrot aber. Und ja, Fruchtfleisch will ich mal so sagen, so apfelähnlich, ne? Shampoo heißen die. Der hängt aber auch voll, ne? Da kriege ich aber dieses Jahr das erste Mal jetzt, ne? Ja. Ja, das erste Mal jetzt. Einmal im Jahr. Ja, sicher einmal im Jahr. Und der ist jetzt 3 Jahre, ne? Nee. Ja, 2. 2. Genau, genau. Shampoo. Okay.
Ich habe auch noch einen Weihnachtsstern hier. Warum der jetzt hier wächst und jetzt blüht. Ivo, ich sehe den. Den habe ich nicht nur einmal, den habe ich sogar zweimal. Der kommt auch noch hier. Weihnachtsstern. Warum? Keine Ahnung. So, und dieses jetzt Geweihfahren, das haben wir jetzt ja mit dem Holz gesichert. Und die Pflanze wächst also auch schon darum zu. Also die kommt hier auf jeden Fall auch. Passt hier rein. Moment, ich zeige das mal von hinten. So, jetzt kann man das sehen. Ne? Die hat sich hier unten rum jetzt hier. Vom Wutte. Da ist das Holz jetzt hier. Komm mal vom Licht her. Ja, jetzt hier. Ja, genau, jetzt sieht man. So. Also, schon drum zu jetzt gelegt hier. Und das Holz hat sich also da schon dran gesichert hier. An dem Holz hier. Also, die wird hier ankommen. So, das war jetzt hier mal ein kleiner Rundgang, kleiner Update über die Avocados und die Durian. Und dass wir auch dann hier diese gute Idee umgesetzt haben. Ne? Also für gute Ideen bin ich immer zu haben. Kleiner Rundgang über die Farm, schöne Blüten. Ne? Gerade in der Trockenzeit jetzt, komischerweise, wächst das dann alles so schön hier mit den Blüten dann. Und das war's dann mal für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Abo kostenlos beim Uwe. Und tschüssli. Gott rei, Gott schee, Gott subscribe und Gott die Tam da na ka. Wir sind Kaplan Jai, Kap Uwe ka. Kopf und ka. Tschüssli. Tschüssli.